Dann sagen wir wieder Moin Moin, liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten zu einer neuen Runde hier. Grand Casino Tycoon. Wirklich jetzt mit Optimierung. Soweit sind wir schon. Plan nicht nur sinnlos und bau nicht nur sinnlos. Nein, jetzt wird auch schon hier so versucht, ein bisschen zu optimieren hier. Kommen wir gleich ein paar schöne Tische. Macht er gleich ein bisschen mehr her. Ist Deko und ich glaube, die Leute freut's. So, dann gehen wir weiter. Und gucken mal, wo wir noch ein paar Automaten aufstellen können. Weil man sieht, die Automaten werden langsam knapp. Ich möchte aber auch die Leute hier unten hinlotsen, weil wir sehen, hier unten ist irgendwie viel, viel zu wenig los. Und wie kriegen wir Influencer von A nach B? Natürlich durch Cocktailbars, haben wir jetzt rausgefunden. Das ist, glaube ich, mit die leichteste Variante, die von einem Ort zum anderen zu bekommen. Müssen da gleich nochmal wegen der Mucke gucken. So, dann kommen wir ja mit Sicherheit auch gleich zu diesen Dattelautomaten und dann müssen wir nochmal schauen, dass wir irgendwo, hier würde ich jetzt nochmal eine Reihe Laute machen. So, gucken wir nochmal nach der Clubmusik. Ja, und schon ist hier unten bis auf dieses eine Stück nix. Ja, auch nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Da kann man theoretisch einfach ein Stück Deko raufstellen und schon stört das keinen mehr, weil keiner mehr rüberlaufen kann. Hier muss doch noch irgendwie ein Essenstisch hin oder so. Ich glaube, wir werden über kurz oder lang oder gleich schon Probleme kriegen mit Spieltischen. Ne? Der kleinste Spieltisch wäre natürlich so einer. Da müsste man gucken, wie man... Wahrscheinlich kriegen wir den nicht mehr rein. Ne? 520.000. Ich muss aber jetzt ein bisschen sparen, denn wir wollen uns langsam vorbereiten für die nächsten Gruppen. Und dafür müssen wir frei forschen. Und was ist hier los? Ah, guck mal, ja. Nächsten Tisch mit niedrigen... Ja, genau, das Problem, wie ich eben schon sagte. Tisch mit niedrigen Einsätzen. Wird knapp. Denn... Gucken wir mal, wie wir das hier noch ein bisschen umbauen können. Dass hier noch so an den Rücken praktisch noch einen Tisch hin kann, ne? Wenn die hier durchlaufen, das würde passen. Die Figur nehme ich hier erstmal weg. Die sind jetzt so groß, die Tische. Leider zu groß. Und das scheint auch bei denen nicht so das beliebte Spiel zu sein. Weil hier kommen drei Karten Pokertisch, also bei den Influencern hier kommt mal ab und an einer, aber selten, ne? Da traut er sich hier drüben schon mit an den Tisch. Und ein Influencer ist tatsächlich hier oben schon hingelaufen. Also man merkt, die Gewohnheitsspieler spielen gerne Pokertisch. Und die Influencer spielen wahrscheinlich auch lieber Roulette. Ja, hier noch so eine komische Figur. Was auch immer das sein soll. Ein Drache, ne? Ja, okay, ist ein Drache. Wie viel Schulden haben wir denn noch?
Was? Ach, wir zahlen eigentlich pauschal immer die ganze Zeit. Und der wird gar nicht getilgt, der Kredit. Das ist nicht wie bei hier Immobilien-Tycoon, das habe ich nicht gewusst. Hätte man lange warten können. Hat man schon wieder einen Jackpot geknackt hier. Hier ist gar nichts mehr los. Die Gewohnheitsspieler sind so unzufrieden abgehauen, ne? Oder was? Wegen den anderen Spielern. Weil die Influencer hier drüben sich bei den Gewohnheitsspielern aufhalten, sind die auf einmal unzufrieden und verlassen. Nächstgelegene Tisch mit niedrigen. Ja, alle wollen sie einen Tisch mit niedrigem Einsatz, ne? Aber hier ist doch. Ist auch noch Platz, aber ist wahrscheinlich nicht der Tisch, den sie gerne wollen, oder was? Kein Geld mehr? Undenkbar. Guck mal, ja, wir müssen natürlich teilweise auch riesige Umwege laufen. Musste erstmal rechnen, wahrscheinlich, bis er den Platz gefunden hat. Auch hier unten ist ziemlich eng. Da müssen die schon nachdenken, wie sie da hinkommen. Ich glaube. Ja, das ist nur dieser Mittelbereich. 160.000 kostet die erste Erweiterung. In 53 Minuten wollen die Trottel kommen und in 123 die Touristen. Da müssen wir aber erst noch, wie gesagt, die hier wieder mal mit hohem Einsatz frei forschen und nicht unbedingt die lautesten. Obwohl, eigentlich brauchen wir gleich beide zur Abwechslung, ne? Denn die sagen, mögen nicht laut oder so. Aber mögen Funky Music und so, lieben Feiern. Das passt schon. Diese Beats hier sind fast so heiß wie ich. Bisschen blöd, dass wir hier noch nicht Deko haben. Krass. Gewohnheitsspieler sind aktuell runter auf 55%, weil einfach die Influencer den Bereich übernommen haben, ne? Das ist natürlich blöd. Und auch einmal die, wegen der Musik. Ja, weil jetzt auch, jetzt vermischen die sich komplett. Und ich weiß nicht genau warum. Das lief jetzt eine halbe Stunde gut, würde ich sagen, und auf einmal fangen die an, sich jetzt zu vermengen. Weiß noch nicht genau warum. Muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen, ja, neu sortieren. Ist jetzt nur an den Spieltischen lag. Kann sein. Müssen ein bisschen beobachten, ob wir sie überhaupt noch Cocktails verkaufen bei den Gewohnheitsspielern oder nicht. Ich meine, Bier ist auch günstiger, ne? Ich mache das mal auch auf 100%. Ja, guck mal, da kommt wieder so einer rüber. Obwohl die hier selber genug Platz hätten. Da pokern sie auch gerne, obwohl hier genug Platz ist.
Pokern sie da nicht gerne. Das ist natürlich wieder so eine Beobachtungsgeschichte, ne? Das ist natürlich nicht ganz verkehrt, weil nebenbei verdienen wir auch Geld. Warum hauen die da drüben, wann hauen die da drüben ab? Erst, ne, er geht auf Toilette, ne? Welche Leute zieht es da an, weil der Weg kürzer ist, ist dann meist die Frage. Weil wir haben jetzt hier Roulette, Roulette und Programm. Und die Gewohnheitsspieler sind wir gerade fast los komplett, ne? Die müssen erstmal wieder sich regenerieren. Aber es ist krass, wie viel Einfluss das teilweise hat. Zack, weg sind sie. Sind das vielleicht Vereinzelte, die unbedingt gerne ein Bier trinken? Dass die denn darüber gehen und sagen, ah, ich will auf jeden Fall ein Bier und dafür gehe ich darüber und bringe meine Routine durcheinander. Irgendwas stimmt hier nicht. Also kann ich so nicht nachvollziehen. Ideen gerne im Chat oder in die Kommentare. Warum das auf einmal so krass durcheinander läuft. Tisch mit niedrigen Einsätzen. Hier kommt er jetzt rein, dann laufen die da ein bisschen weniger rum. Ich meine, hier haben wir natürlich die Toilette. Wird wahrscheinlich wieder noch oder noch das Nadelöhr sein, ne? Die Toilette. 50.000 diesen Bereich kaufen, um hier auf die, in die Ecke eine Toilette zu setzen. Das gleiche hier oben, oder wie? Dann könnten wir hier den Bereich komplett abtrennen. Und kriegen vielleicht wieder Ordnung rein. So nicht. Also so... Guck mal, den Tisch haben die schon fast, den Pokertisch haben sie fast komplett übernommen. Kann ich den mit rübernehmen, mit Leuten? Krieg leider keine freie Position hier. Und dann geht es auch natürlich mit den Einnahmen rapide bergab tatsächlich. Ja, der trinkt Cocktails hier oben. Leicht, aber es kriegt doch, krieg, kann, ja, ich kann es doch, ich kann es kurz platztechnisch einmal austauschen. Hauen wir die Cocktails noch weiter in die Ecke. Ich meine, komplett den verwehren will man das ja eigentlich nicht. Falls die Gewohnheitsspieler doch nochmal einen Cocktail trinken wollen, müssen sie aber in die letzte Ecke latschen. Und das gibt den Influencern auf jeden Fall 4-5 Lauf hier Kacheln mehr. Weg. Was heißt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie nach unten latschen, ne? So, und hier wollte ich jetzt noch Deko hinterpacken. Wenn wir jetzt hier die Trennmauer wegnehmen, dann kommt die Deko auch durch. Oh, nur noch 340 plus. Wir sind echt fast, ne?
Was raus aus der Geschichte hier. Aber das kriegen wir. Also die sind jetzt mit 53%, die sind auch mit der Musik, also da sind auch irgendwie Leute, haben sich wohl komplett verlaufen. Glaube und denke, oder ändern die auf einmal ihre, nö, die mögen immer noch funky Music. Wichtig ist aber nur, dass alle Influencer, wir müssen darauf achten, dass sie nach der Toilettengeschichte nach unten wackeln und nicht nach oben, ne? Und dann funktioniert das Ganze auch wieder. Jetzt können sie lange, also die sind komplett, also fast alle sind weg. Sehe ich das hier oben irgendwie, die Spielertypen? Sehe ich hier, ne? Nur noch 8 von denen. Nur noch 8 Gewohnheitsspieler haben wir im Casino. Ich glaube, das wird sich jetzt aber langsam wieder anpassen, wenn die hier, die letzten halt noch weg sind. Das sind die, die hier noch rumlatschen, die machen Unzufriedenheit, ne? Das ist klar. Wenn die weg sind, müsste es eigentlich wieder passen. Dann kommen wir auch wieder gut ins Plus rein. Müssen wir auch dringend, weil ansonsten können wir überhaupt kein Geld sparen für den neuen Bereich. Wir haben zwar schon ein paar teure Automaten freigeforscht, aber es bringt uns natürlich nichts, wenn wir keinen Platz haben, die zu platzieren. Das ist dann witzlos. Ich möchte ja auch gleich eigentlich weitere Gebiete kaufen, nicht nur eins. Dafür, also die Influencer-Zufriedenheit steigt und steigt und steigt. Ja, und bei den anderen sind wir nur noch bei 47%. Krass. Krass schlecht. Da ist fast nichts mehr los. Und es trauen sich auch keine neuen Leute aktuell hier hin. Da ist noch so einer. Egal. Ich würde sagen, aus YouTube-Sicht gucken wir uns den ganzen Spaß in der nächsten Folge an und gucken, ob wir das hier noch gerettet kriegen. Ich hoffe und glaube dran, vor allen Dingen, weil die einfach finanziell dazu zumindest rausreißen. Aber wir müssen auch die anderen Gruppen wieder irgendwie auf Vordermann kriegen. Mal schauen, ob es klappt. Vielen Dank, bis dann und tschüss.